Wasserkraft. Es ist gewaltig, welche Kraft in der fallenden Masse von Wasser steckt. Für das Fallen ist die Erdanziehung zuständig. Solange Wasser in einem Staubecken liegt, sprechen wir von potenzieller Energie oder Lageenergie. Erst wenn das Wasser hinunterstürzt, ist es dazu fähig, seine Energie in elektrischen Strom umzuwandeln. Geführt von einem Rohr, trifft es auf ein Turbinenrad, das mit einem Generator verbunden ist. Das Wasser wird dabei abgebremst und fließt am tiefsten Punkt der Anlage hinaus in die Freiheit. Dort sammelt die Sonne es wieder auf, indem die Sonnenwärme das Wasser in den Zustand von Dampf verwandelt. Dieser Dampf ist aus Wolken im Himmel sichtbar und irgendwann regnet es wieder herunter und sammelt sich im Stausee. Die Sonne spielt hier die tragende Rolle. Die Betreiber des Wasserkraftwerks speisen den elektrischen Strom in ein Verbundnetzwerk ein und von dort beziehen wir unseren Haushaltsstrom. Soweit wussten wir das alles natürlich schon. Was uns aber ärgert, ist die Tatsache, dass wir den Strom vom Energieversorgungsunternehmen nicht kostenlos bekommen, sondern zumindest in Deutschland sehr teuer bezahlen müssen. Viel zu viele Menschen in unserem Land können die Rechnung nicht mehr bezahlen. Allein im Jahr 2018 wurden 344.000 Haushalten der Strom deshalb einfach abgestellt. Muss das sein? Muss das immer so bleiben? So manch ein Tüftler kommt dann auf die Idee, sich den Strom einfach selber zu machen. Und zwar mit Wasserkraft im eigenen Haus. Wir haben diese Idee einmal aufgegriffen und zeigen hier ein Video aus dem Jahre 2009. Ein Amerikaner wollte es einmal wissen. Kann man mit einer elektrischen Wasserpumpe eine Turbine antreiben, die mit einem Generator gekoppelt ist, der so viel Strom produziert, dass er seine Pumpe selbst betreiben kann? Das Video wird in Deutsch kommentiert. Los geht's! So, also das ist dieser geniale Denker und Bastler. Der hat hier so eine Pumpe in so einen Wasserbottich gesteckt und angeschaltet und hat einen mächtigen Strahl. Hier zieht er die Pumpe dann raus und wir schauen uns die doch mal genauer an. Der Hersteller nennt sie Torpedopumpe und die kann sage und schreibe 28.390 Liter Wasser pro Stunde pumpen. Und das ist natürlich gar kein Wunder, dass der gute Mann jetzt mal auf eine richtig coole Idee kommt. Er hat eine Riemenscheibe von einer Waschmaschine genommen und sie auf eine Achse montiert, noch ein paar Löffel dran geschraubt. Auf der anderen Seite nochmal die gleiche Riemenscheibe, die ist verbunden mit dem Generator. Der sitzt da links in dem Kasten. So, hier mal der Blick auf einen Generator, den hat er wohl ausgebaut aus irgend so einem Notstromaggregat. This is the third try today. Let's hope this one works. Nun soll's auch gleich losgehen. Er hat sich da am oberen Bereich seines Holzkastens eine Steckdose montiert, die unten vom Generator hochgeführt wurde. Und dort wird er seinen Strom aus dem Generator abnehmen. She'll stay going with the momentum that that gives in the pump. She'll draw right off there. Okay, so. Alright. Get over here.
Danke. Die Pumpe läuft, es funktioniert. Und jetzt trennt er den Stecker vom Netz und steckt den Stecker in den Generator ein. Das ganze System läuft weiter, die Pumpe arbeitet weiter mit dem Generatorstrom. Und völlig zu Recht ist der Mann völlig aus dem Häuschen. Ja, wo gibt's denn sowas? Ein Perpetuum mobile mit Wasser. Wer hätte das gedacht? Und zu allem Überfluss kann er sogar noch seine Glühlampe da betreiben. Tja, Stecker raus und das Ganze hört auf zu arbeiten. Das ist der Beweis, dass der Strom wirklich vom Generator kam und nicht irgendwie von einem anderen System. Das ist ganz primitiv gemacht. Da unten liegt seine Pumpe drin und weiter ist nichts los. Das Video ist natürlich wieder einmal eine heftige Provokation an unseren Verstand. Doch eher im positiven Sinn. Uns ist klar, dass hier wieder die üblichen Perpetuum mobile Warnungen fast schon reflexartig in die Kommentare kommen. Doch wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade solche Herausforderungen die besten Leute mobilisiert, um das mal nachzubauen. Hierzu also noch einmal das ganze Prinzip in einer Grafik dargestellt. Man braucht einen Wassertank und natürlich ein Wasserrad und das Ganze baut man in ein stabiles Gestell aus Stahl. Dann braucht man natürlich eine Pumpe, die das Wasser von unten aus dem Behälter entnimmt und mit einem langen Rohr nach oben befördert. Von der Seite betrachtet sieht das Ganze dann so aus. Dann bauen wir noch einen Generator dran, der mit der Achse der Turbine verbunden ist und idealerweise noch ein Schwungrad. Wenn man aber eine Übersetzung braucht, weil sich der Generator schneller drehen muss als der Antrieb, dann braucht man ein System aus mehreren Schwungrädern. Was meinen Sie, liebe Zuschauer? Ist es möglich, sich so ein Kleinstwasserkraftwerk selber zu bauen? Könnt ihr vielleicht eine vernetzte Gruppe mit guten handwerklichen Fähigkeiten so einen Prototypen bauen und später in eine kleine Serienfertigung übergehen? Die Einzelkomponenten sind relativ günstig zu besorgen. Schreiben Sie uns in die Kommentare und geben Sie uns ein Like, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Wir sind gespannt auf Ihre Reaktion. Bis dahin machen Sie es gut, bis zum nächsten Video hier bei gehtanders.de.